This show is brought to you by Altstadt Holdings, retail and office spaces in Altstadt, Vancouver. Huch, hallo. So. Ja, herzlich willkommen zu Ahorn TV. Wir sind heute auf unserem Patio und wollen uns ein wenig dem Kulinarischen widmen, so Richtung Grillen, aber auch ein bisschen Richtung Bierchen. Ich meine, es gehört halt alles zusammen. Und was Sie dabei so beachten müssen, das wollen wir Ihnen in dieser Sendung ein wenig zeigen. Und ja, ich glaube, den Grill haben wir schon vorbereitet, oder Max? Ja, wir haben ihn schon ziemlich heiß laufen lassen. Also er sollte ungefähr bei 400, 450 Grad Fahrenheit, das ist ungefähr so 250 Grad Celsius, 300 Grad. Ziemlich heiß. Wenn es funktioniert, absolut. Das sind ja auch, wir haben alle drei Grills angemacht. Also das Ding wird jetzt ziemlich heiß sein. Wenn du davor stehst, würde ich das also nicht so aufmachen, weil dann kriegst du die gesamte Hitze gegen. Ja. Also seitlich und hochziehen. Okay. Soll und ich grundsätzlich. Das ja, dann. Oh je, je. Guck, da ist es. Also hier geht schon nicht mehr. Ja, ein bisschen mittiger anfassen und hochziehen. Siehst du, da kommt eine richtig heiße Welle. Mm, gut, generell ist natürlich wichtig die Hygiene. Waschen Sie sich die Hände. Waschen Sie auch das Rost, denn wenn das Rost dreckig ist, geht das in das Fleisch oder ins Fisch, ins Gemüse über. Und das ist alles andere als gesund. Kommen wir also zum Essen. Darauf freuen wir uns ja alle. So, und wo dabei drauf zu achten ist, wir haben hier sowohl Fleisch als auch Fisch. Und wenn man beides letztendlich gar haben möchte, sollte man das getrennt voneinander grillen. Das heißt, zunächst das Fisch. Wenn der Fisch fertig ist, dann kommt erst das Fleisch, denn das Fischaroma verbrennt auf dem Grill. Es bleibt also nicht in dem Fleisch danach und das ist das Schöne, während Fleischaromen doch irgendwie immer ein bisschen hängen bleiben. Wie machen wir das Fisch auf den Rost? Wir nehmen dazu eine Alufolie. Genau. Hilf mir mal. Was machen wir eigentlich mit den Würsten? Die Würste, ja, die kommen doch, ne? Gehören natürlich auch dazu. Kommen aber etwas später. So, und dann nehmen wir den Fisch. Ich packe ihn jetzt mal so. Mit den selbstverständlich sauberen Händen. So, und dann platzieren wir das Ganze mittig auf dem sehr heißen Grill. So. Und das reicht schon. So verhindern wir, dass das Fisch an dem Grill anbrennt. Und ich denke, das ist das Wichtigste in dieser Minute. Während das jetzt ein wenig vor sich hin grillt und ein wenig gar wird, schauen wir uns einen Beitrag darüber an, den wir gedreht haben bei der Vancouver Craft Beer Week. Wir befinden uns jetzt hier vor dem Roundhouse Community Center und hier findet jetzt die Opening-Veranstaltung statt. Wir sind ganz gespannt und haben auch einen Bierspezialisten dabei. Die Vancouver Craft Beer Week. Wir besuchen ein Event, das sich rund um Bier, Bier und nochmal Bier dreht. Es ist von Liebhabern für Liebhaber gemacht. Das Besondere, hier findet man kaum große Industriebrauereien. Mehr als 60 lokale Brauereien aus dem Großraum Vancouver stellen sich in diesem Jahr vor. Über 9 Tage lang und auf 21 Events kann ein jeder sich von den verschiedensten Biersorten überzeugen. Auf der Eröffnungsgala im Roundhouse Community Center wird nun bereits im 4. Jahr feierlich das Fass angestochen. Der Sales Manager der Craft Beer Week, Paul, erklärt uns den Ablauf des Abends. Well, this is the opening night of Vancouver Craft Beer Week, which is a 9-day festival that goes on all around the city in Vancouver. And what probably the most special thing we're doing is we have a collaboration ale, which all the breweries of BC collaborated to create. And then we have a cask, which we will be tapping the cask. And it would be the first cask of this special collaboration ale, and all the sales of this ale go to a charity. Ob Ingwer bzw. Orangengeschmack oder doch ein Kölsch aus Whistler. Hier gibt es vieles zu entdecken. Die Besucher der Craft Beer Week haben sichtlich Spaß dabei. Ein wahrer Bierkenner, Mark, erklärt uns die Bierindustrie Kanadas und Deutschlands.
Okay, sagen wir mal so, Kanada, sehr erfreuliche Entwicklung. Es ist im Prinzip so, dass sie zwei große Brauereien hatten in ganz Kanada. Und die haben so ziemlich das Gleiche gebaut und die hatten 98% des Marktes. Das war vor 30 Jahren. Und jetzt sehen wir, haben wir lauter kleine Cottage Breweries, like Craft Brewery nennen das, so ähnlich wie beim Kaffee. Das hier ist ja auch eine Entwicklung. Und das ist sehr erfreulich. Willkommen zurück. Ist natürlich ganz wichtig, dass man nicht das Würzen vergisst. Pfeffer, Salz, so mag ich es am liebsten. Aber Experten empfehlen für Fisch in der Regel Kräuter aller Art und Knoblauch natürlich. Wie magst du es denn am liebsten? Ja, also genau wie du eigentlich. Das ist am einfachsten. Knoblauch ist natürlich super. Ich persönlich würde es sogar am Tag vorher noch einlegen in Knoblauch und vielleicht ein bisschen Olivenöl. Und das ist eigentlich am besten. Ich liebe Knoblauch. Aber der ist jetzt auch schon fertig. Backt jetzt natürlich ein bisschen, weil wir kein Olivenöl draufgesetzt haben. Guck mal, jetzt klebt er an der Folie, aber immerhin nicht am Rost. Das ist der Vorteil. Das sieht schon ganz gut aus, würde ich sagen. Wir brauchen es auch gar nicht wenden, da man es in der Regel nur von einer Seite grillt. Das ist bei Fisch so. Und mit dem Fisch sind wir jetzt soweit fertig. Das heißt, wir können ihn ja jetzt einmal auf den Teller bringen, dass wir den schon mal vom Grill runter haben. Genau. So. Das machen wir ganz vorsichtig. Das kann ich sogar mit dem Finger nehmen. Aber das heißt, okay. So, kommen wir also zum Steak. Beim Steak ist es ganz wichtig, dass wir saftiges Steak nehmen. In diesem Fall haben wir T-Bone Steak genommen, weil noch besonderes Aroma durch die Knochen erzeugt wird. In der Regel sollte man von Filet und anderen mageren Fleisch sollte man eher abweichen oder absehen, da es halt zu schnell vertrocknet auf dem Grill. Das ist also nicht anzuraten. Ansonsten entweder einen Tag vorher marinieren, einen Tag vorher und einwirken lassen oder erst wenn es gar ist, würzen. Das glauben Sie mir jetzt vielleicht nicht, ist aber wahr. Da der Pfeffer sowieso runterfällt auf dem Grill, Salz dafür sorgt, dass es austrocknet und sonstige Kräuter eher da zu einem bitteren Geschmack führen. Also, hauen wir es drauf. Ich würde sagen, lass uns doch parallel, aber auch zu den Steaks, auch schon mal die Würste oben drauf legen. Die hast du nämlich noch gar nicht erwähnt. Ich bin nämlich scharf auf die Würste. Du bist scharf auf Würste. Jo. Ich bin ja eher so der Steak-Liebhaber, aber da hat natürlich jeder seine eigenen Vorlieben. Das sind natürlich unsere Thüringer Würste. Die kannst du natürlich jetzt überall verteilen, sind ja überall heiß genug. Ne? Genau. Und dann machen wir Deckel zu und lass erstmal. Und dann ist wieder die Backofenwärme da, die das Ganze ziemlich schnell zum Garen bringt. Okay. Gut, jetzt haben wir das alles auf dem Grill. Wir müssen also wieder warten, bis dann die nächste Garstufe erreicht wird. Und mit diesen entlasse ich Sie jetzt zu dem Event Eat, das wir besucht haben. Ein Delikatessen-Event hier im BC Place. Und auch dort haben wir viel Kulinarisches entdeckt. Wir besuchen Eat, das Vancouver Food and Cooking Festival. Das Ganze findet im BC Place, dem vielseitig genutzten Stadion im Herzen Vancouvers, statt. Kommt mal mit! Ein großes Angebot, oftmals auch aus Deutschland, gibt es hier zu bestaunen. Da muss unbedingt auch ein deutsches Bier probiert werden. Scheint leer zu sein. Ah, Prost! Delicious! Und nochmal, Prost!
Dieser nette Herr der Firma Omega Crunch präsentiert mir verschiedenste Samen, die man entweder herzhaft oder süß genießen kann. Mmh. Brot in verschiedenen Ölen, auch das ist ein Genuss. Deutsch. Und da greife ich zu. Und die Schweiz. Eat. Bis zum nächsten Mal. Willkommen zurück und jetzt geht's ums Bier. Ja, wir haben hier also ein deutsches Bier und ein kanadisches Bier. Und wir wollen mal schauen, wer bekommt die bessere Schaumkrone hin. Und es geht nicht um uns als Person, sondern ums Bier. Also, Glück auf. Gut, Glück auf. Wollen wir mal schauen. So. Mach das hier mal so, ne? Ja, bei mir sieht es schon mal ganz gut aus. Du bist wahrscheinlich enttäuscht. Du provozierst das ja. Ja, also, ja, schon mal nicht schlecht. Aber guck mal bei mir. Da will einer Überlaufen mal sagen, ist verloren, ne? Überlaufen ist verloren. Ja, kannst du sehen. Du hast schon verloren. Ich hab verloren. Also wir können theoretisch sagen, na gut, die Frage ist, wie lange hält denn die Schaumkrone? Ich würde sagen, das ist falsch eingegossen, weil die Schaumkrone bereits in der Mitte beginnt. Sie können uns da auch Ihre Meinung zu schreiben. Ich kann ja mal. Zum Beispiel bei Facebook oder bei Twitter. Hm. Prost. So gehört sich das beim Grillen. Apropos Grillen. Gott, oh Gott, wir müssen, glaube ich, unser Fleisch retten. Oh, guck mal da. Weißt du mir ein paar Teller? Ja. Auf keinen Fall reinstechen in das Fleisch, niemals überprüfen, weil dann der ganze Saft entweicht. So, wir müssen es ein wenig vom Rost lockern. Also auch nicht mit einer Gabel. Das ist alles Saftverlust und für den Geschmack. Also nicht zu empfehlen. Ja, und der Saft sorgt auch dafür, dass es kleben bleibt ein wenig. So. Heißt es übrigens das Grill oder der Grill? Auch das können Sie uns bei Facebook beantworten. Okay. So, ich weiß nicht, die Würstchen, das sieht gut aus hier. So, sehr gut. Excellent. Ich hole mal einen anderen Teller. Ja, hier haben wir auch schon ein bisschen was Fertiges. Und ich habe übrigens, meine Damen und Herren, zwischenzeitlich Brot aufs Grill gelegt. In Alufolie eingewickelt ist das quasi wie Toasten und schmeckt natürlich wunderbar zum Grillen dazu. Und man kann natürlich auch Knoblauchbutter und sowas drauf schmieren. Absolut. Ne? Ja, klar. Vorher oder nachher, wie man wünscht. So. Was für Würste sind das eigentlich nun? Das sind Thüringer Würste. Ich habe gehört, deine Kollegin aus Thüringen hat das mitgebracht. Also, sag mal so, das sind Thüringer, nee, das ist nicht ganz richtig. Die Thüringer Würste wurden hier in Kanada produziert und die sehen ja auch nicht aus wie Thüringer Würste, ne? Die sehen ja in Deutschland viel länger und dünner. Also ich habe da schon ein paar Beschwerden aus den eigenen Reihen gehört. Das, ja, aber haben die das auch gegessen? Das schmeckt nämlich wirklich gut. Oh, das werden wir gleich schauen, ja, ne? Ja. So, und wir sind ja schon leicht im Grillrausch. Also schauen Sie sich am besten die Beer Craft Week Teil 2 an. Wir
Wir befinden uns nun heute auf unserem zweiten Besuch der Vancouver Craft Beer Week. Und die findet heute hier im wunderschönen River Rock Casino statt, beziehungsweise in ein paar extra dafür aufgebauten Zelten davor. Und wie die Stimmung da so ist und was sich heute hier so tut, das schauen wir uns jetzt an. Ja, hier auf der Craft Beer Week sieht man immer wieder irgendwie auch deutsche Ware. Aber das Witzige ist, dass die Brauer oder auch die Aussteller in diesem Fall selten wissen, dass es wirklich deutsch ist. Und hier in diesem Fall, wir wollen zwar keine Werbung machen, aber ich halte das meine Kamera, gibt es das Kellerbier. Und das Kellerbier habe ich jetzt mal übersetzt mit Basementbier. Und das wusste der junge Mann gar nicht. Aber man gibt sein Bestes oder Premium Lagergut, das ist jetzt aus Creamer Springs, aber man entdeckt doch immer wieder deutsche Wörter. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen auf Unterrichtstour hier gehen. Get serious. We would like to have a quiz, and it's about German words and the Canadian way of pronunciation. So yeah. You're selling German products or German language products. Yeah. So I don't want to make advertisement, but as you can see here, how would you pronounce this? Kind of on the spot here a little, but my best attempt, I would say Stiegel. And where is it from? Salzburg. Was quite good, really. What is this phrase? Oh, Brauchkunststoff Höchsterstufe. Braukunst auf höchster Stufe, natürlich. Yes. All right. Next beer. I was just testing you to see if you knew. Uh-huh. All right, we have this one. Erdinger Weissbier. Not bad. And where is it from? Erding. Germany. What's the real name of Germany? Deutschland? Yeah. Congratulations, you are really good. My name is Ron. And what are you doing on Craft Beer Week? Well, I enjoy a good beer, and I find that the craft breweries make a very high-quality product, so I'm just trying to try different beers and expand my horizons and what's available. And I heard you have some experience with German beer, right? I have, yes. Last month I was on a musical tour of Germany with a bagpipe band, and we played in what's called the Music Parade. Because you're from actually from Scotland, right? We have to explain. Well, I'm from Canada. My father was from Scotland. But we were playing at 7 different cities in Germany, in Leipzig and Köln, Berlin. And then afterwards we went on a cruise down the Elbe River to Prague. And I was tasting all the beers along the way and enjoying all the very fine German beers and Czechoslovakian beers. What is your favorite beer? Well, I can't say I have a favorite beer. What I was very happy to see was all the breweries, the restaurants and pubs we went to, each little town or city had their own brewery. It wasn't like there was one large brewery that supplied beer for everybody. Everyone had their own little brewery. So every time you went to a different city, you had a different beer. They were all very good. And the special thing about Cologne is that you have a different beer in every pub, right? That's right, yeah. Have you been to Cologne? Yes, we were. Cologne, as on our tattoo program, it's called Cologne or Cologne, the same place. Yeah, right. Yeah, so we went to several pubs there, and all the beers were very good. So I like to compare what I tasted in Germany to what we have here in Vancouver, and some of the breweries are making a very good product, and so they're coming on, and it's very much better than the mass produced beers. Okay,
stehen wir hier draußen auf dem Platz. Hinter uns sind die ganzen Menschen vergnügt miteinander am Socializen und trinken Bier und nehmen auch das ein oder andere Häppchen zu sich. Jetzt stehe ich hier, now I'm standing here with... Alan. Alan, Alan, where are you from? I'm from Vancouver. Okay, and what are you actually doing on Craft Beer Week? Well, I'm here because I actually am an amateur brewer myself, and I like to taste beer, and this seems like a great opportunity. So what have you tasted until now? I've been to probably about 6 different places, and I'm just trying to hit the places that I haven't bought beer before at, so I can't name them all because I've had 6 different kinds already, so. And have you ever tasted German beer? I have, yes. Which one is your favorite beer? I like Beck's, but you know, we don't get all the good ones over here. Also ich sitze jetzt hier mit 2 Beer Craft Week Besuchern und einer davon hat mich auf Deutsch angesprochen. Ich will jetzt dem auf den Grund gehen und hello, what's your name? My name is Jamie. What can you speak in German? Eine große Bier, Peter. Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste heute. So, have you tasted some of the beers? I've tasted many of the beers. My friends are very kind and they bring me some of the beers because I cannot walk. But what happened? I have a herniated disc in my back, but the sun is out and the beers are flowing and it's good times. It's a fantastic festival. Ich stehe jetzt hier, die Sonne blendet ein bisschen, aber wir sind natürlich alle froh, dass die Sonne überhaupt scheint. Ich stehe jetzt hier zusammen mit einem großen Bierrepräsentanten und your name is? My name is Burke Tanner. All right, and what exactly are you representing here on Beer Craft Week? I'd like to say that Beverage Concepts is a unique agency representing 60 breweries. We brought with us today perhaps some of the finest British Columbia beer brands that we know. Right. Mount Begbie, Tin Whistle, The Cannery. And then we also focused on this tour with the beer from New Zealand. But let's talk about German beer. Kronbacher. I mean, right. Is Kronbacher the only beer you represent? No, we have Pinkus and Warsteiner. There is a German company that tells you represent our brand in Canada. Anger. So what are you doing next? What are we doing next with the representation of the beer brands? We're looking at licensee opportunities. These are the restaurant operations like the Alpen Club, for example, where we can put the product where the consumer can reach to it. You know, coming to events like this is also important. Thomas, zum Wohl. Haben wir es geschafft, ne? Ja. Du, aber ich bin nicht so der Fischesser. Gleich kriege ich ein bisschen von deinem T-Bone Steak, ja, oder? Aber ein bisschen nur, weil ich bin eigentlich hier Fleischesser. Und während wir hier noch das Mahl genießen, wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ich hoffe, dass Sie nächste Mal wieder einschalten. Liken Sie uns zwischenzeitlich bei Facebook und followen Sie uns bei Twitter. Wir haben auch eine Homepage und ich freue mich auf Sie. Los jetzt, ihr könnt jetzt auch mitessen. Musik